Kritiker rum, damit der Ort vom Dreck bereinigt wird, in telefonische Verbindung mit Artefem Radio aus Zypern, verbunden mit Dr. Emmanuel Labrakis und Antonios Valsamakis, ihr kurz eine Auferweckung für die ganze Menschheit. Du sollst wissen, Deutsche, du sollst wissen, damit du nicht wieder 100 Jahre zahlst für das, was deine Herrscher tun werden. Hier ein Beispiel, damit du aufwachst und siehst, wie alles von erleuchteten Menschen, von den wahren Menschen gesehen wird und es dir überlassen, die Entscheidung zu treffen und zu wählen, ob du ein Mensch bist oder nicht. Dieser Kampf, so wie Artemis sagt, soll mit dem Stift gewonnen werden. Weil der Stift von Hellenismus entworfen wurde, der Grund kam von Hellenismus, die Waffen sind nur, und ihr sollt euch erinnern, ich fange an, euch zu sagen, die Kultur des Krieges. Ich will, dass ihr euch erinnert mit eurem Gehirn alle Kriege der Geschichte. Von Groß Alexander und 30.000 Makedonen startete und wollte sich anlegen mit den ganzen asiatischen Ländern. Leonidas mit den 300 legte sich auch mit den asiatischen Nationen. Der Elinas von 1940 legte sich mit der ganzen Umgebung. Niemals der Elinas verlangte eine Allianz von irgendjemand, damit er irgendwo angreift oder damit er sich verteidigt. Immer war der allein gegen viele. Das ist Kultur hellenische. Guck mal jetzt die Kultur der Kasaren. Die versammeln sich 15 Wölfe, damit die ein Schaf essen. Warum geht nicht Israel gegen Syrien sich anzulegen? Warum geht nicht Frankreich, der Holland, der große Held, Tafel? Warum legt er sich nicht mit Syrien? Warum macht er das nicht Amerika allein oder England allein? Warum haben die euch in diesen Loch reingetan, wo nennt sich NATO, wo basiert in abscheuliche Prinzipien der Menschheit? Warum also gehen die nicht eins gegen eins gegen Syrien sich anlegen? Weil Hellenismus immer gegenüber vielen gehabt hat und die waren immer viele und haben gegenüber immer einen gehabt. War das cool, in Irak reinzugehen? War das cool, 15 Länder einzudringen? War das wirklich Menschenwürde? Warum war Tapferkeit, das jugoslawische Volk auseinanderzunehmen und zu streuen? Von Bedeutung hat, dass jeder Höhepunkt und Ausdruck eines Volkes, siehst du auch seine Kultur. Der Hellenismus verlangte nie eine Allianz, um seine Rechte zu verteidigen, weil wenn er seine Rechte verteidigt, weiß er immer, dass es sich handelt um Moral, Gerechtigkeit und Menschlichkeit. Deshalb, wenn du siehst, dass 15 Wölfe sich in ein Schaf sich schmeißen, sollst du wissen, es gibt keine Menschlichkeit, keine Gerechtigkeit und kein Moral.